Ellie, ich habe deinen Traum von den Paradiesfällen nicht vergessen. Es wird ein Abenteuer, wie du dir es vorgestellt hast. Wir sind schon unterwegs. Und ja, damit willkommen zu einem ganz neuen Video, einem neuen Eine Stunde in, nach langer Zeit mal wieder. Und ja, mit dem Disney-Pixar-Spiel zum Film Oben. Und ja, starten wir noch direkt rein. Schauen wir einfach mal, wie denn so der Eindruck dieses Spiels bei mir sein wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr automatisches Speichern, bitte doch. So, die Memory-Karte ist nicht kaputt. Und ja, schauen wir einfach mal rein, was das für ein Spiel ist. Ich weiß es nicht. Es hat irgendwie so scherzhaft gesagt zu Leon vorhin, hey, das könnte eine Minispielsammlung sein. Also, hallo Leon, das ist das Spiel, von dem ich gesprochen habe. Ja, ich bin gespannt, was das jetzt für ein Spiel ist. Ich würde einfach so ein klassisches Jump'n'Run halt. Vermuten, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Ich wollte eigentlich Julian schreiben, aber irgendwie... Ach, egal, Schiss. Ich würde gerne auf okay. Dankeschön. Ja, stell mal. Aber es ist nur ein einmaliger Ausflug. Und man sieht sogar unten noch einen schwarzen Balken. Sehr professionell an der Stelle. Sehr professionell, weil ich kann da mal ein bisschen ziehen. Wer warte, ist irgendwie dumm? Zu ziehen, während ich was aufnehme? Ich weiß nicht, wird schon passen. Und wenn nicht, dann hallo. Fail-Video. Minispiele. Ja, sag ich doch, es gibt Minispiele in dem Spiel. Na, ja, starten wir einfach mal ein Spiel rein, gucken mal, was es so zu bieten hat. Kapitel 1, Bruchlandung. Was machst du da draußen, Kleiner? Hallo, Mr. Ferrickson. Erinnern Sie sich an mich? Russell, ich brauche noch mein Abzeichen. Hilfe für ältere Menschen. Ich war noch nie in einem schwebenden Haus. Die Paradiesfälle. Ein Ort ohne Zeit. Reisen Sie nach Südamerika, Mr. Nicht anfassen. Du machst es schmutzig. Oh, so lenken sie also ihr Haus. So fliegt es nach rechts. Würdest du bitte aufhören? So nach links. Lass los! Hör auf damit! Habe ich uns nach Südamerika gelenkt. Mit ihrer Karte und meinem Wildniserforscher-GPS war es ein Kinderspiel. Genau. Jetzt wird es Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Wir bringen dich nach unten und suchen dir eine Bushaltestelle. War
Wann landen wir endlich, Mr. Fredrickson? Wir sind hier oben über den Wolken. Es dauert Stunden, bis wir unten sind. Es war eine lange Stunde. Oh, die Paradiesfälle. Oh, Ellie, es ist wunderschön. Ist das dieser Shibi-Look, von dem wir mal alle reden? Mr. Fredrickson, Ihr Haus, es schwebt weg. Nein, mein Haus, es schwebt weg. Okay, wir steuern den alten Mann. Oh, man kann, stimmt, kann ich deshalb in den zweiten Spieler einsteigen, aber das machen wir natürlich nicht. Aber mit 4 kann man... Alles klar. Ja, wir können jederzeit hin und her wechseln, genau, okay. Ja, das Spielkonzept baut ja darauf aus, dass man halt auch jederzeit mit dem zweiten Spieler einsteigen und wieder aufsteigen kann. So ein bisschen, was ja auch dann Crash of the Titans, Herrscher der Mutanten machen. Ganz nett, ganz nett. Und passt ja, glaube ich, Story. Ich habe den Film nie gesehen, muss ich so aller Schande sagen. Aber ja, ist halt eine coole Sache einfach. Das ergibt ja, glaube ich, für den Film ja auch Sinn. Kamera. Also ist auf jeden Fall ein Jump'n'Run. So viel steht fest. Ist das Heilung? Ich weiß es nicht. Der Mann ist auf jeden Fall sehr sportlich unterwegs. Ich wäre so ein richtiges Spiel, was das Zug zu Let's Playen könnte. Vielleicht macht das ja irgendwann. Man weiß es nicht. Ich hoffe halt echt, die Aufnahme ist okay, weil ich sie gerade irgendwas verschoben habe. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie mal Probleme mit gab. Ein Bildniserforscher ist stets bereit. Großartig. Okay, ich kann Schmetterlinge fangen mit dem Jungen. Sehen Sie nur den Stein da? Da sind überall Spinnenleben drauf. Ein Käfer. Ich wette, da drunter sind noch mehr. Wow, sehen Sie nur. Nur tote Käfer sind gute Käfer. Nein, aufhören! Kommt her, ihr kleinen Krabbler! Ich rette euch! Alles klar. Ah, das ist ein Minispiel, okay. Was ist das denn? Zum Glück spielen wir den Jungen. Gewonnen. Hier gibt es keine Belohnung dafür. Es ist einfach nur so Spaß des Fallspieler. Ich vermute einfach mal so Spaß des Fallspieler. Naja, okay. Karl kann seinen Stock benutzen. So richtig. Aber ich habe 26 Punkte. Okay. Und das Bronze, auch keine Ahnung. Und die hatte da auch 26 Punkte, weil es halt so der Story-Gegner, der Story-Charakter. Also der Ich habe halt 26 Punkte gemacht. Komisch. Naja. Ja, einfach ranziehen, okay. Hilfe! Was? Ah, okay. So ein bisschen Professor Layton, Uncharted hier. Gefällt mir. Ist das jetzt eine Heilung? Ich weiß nicht. Okay, da haben irgendwie beide irgendwie so einen Counter. Und der Counter muss halt irgendwie hoch sein, um halt Gold zu bekommen, verstehe. Man muss halt nur einen Counter hoch machen, denke ich mal. So, komm bitte hoch. Hilfe, Mr. Fredrickson! Ein Wildniserforscher ist stets bereit! Fein! Also, ich muss Kreis drücken. Zum Aufheben, nicht Viereck. Viereck ist der Charakter wechseln. Das ist nicht das, was ich gerade wollte. Jetzt habe ich auch Schaden schon genommen, anscheinend.
Das heilt doch jetzt bestimmt. Ja, okay, und wir teilen uns irgendwie auch die Lebensanlage. Sehr komisch als Einzelspieler, aber ist okay. Was muss ich da machen? Keine Ahnung, Rohstoff für den alten Mann vielleicht? Sehe ich etwas? Musst du mit X dran springen, genau. Mach ich doch. Und den Analogstick halten. Früchte. Komm, wir holen uns welche. Komm, gib Früchte. Um das Seil zu greifen, musst du mit X dran springen. Halte den linken Stick in die gewünschte. Du kannst es irgendwie schneller machen. Option Sheets. Ich denke, die Lautstärke, ich glaube, die ist okay, ne? Ich glaube, die ist okay. Seitenfeld ist 4:3. Ja, kann man mal ändern. Das wirkt jetzt sehr seltsam. 4:3, aber ist okay. Was ist denn das? Bin ich hier runter? Ne, wir sind auch tot. Oder dann nochmal X drücken im Sprung? Ich verstehe es nicht. Oder mit Kreis so? Ich will ja auf jeden Fall noch ein Best-of dann irgendwann veröffentlichen zu Wer wird Millionär. Du musst halt aber auch irgendwann damit anfangen. Ist ja auch so eine Sache. Aber jetzt hab auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. YouTube-Technik, aber finde ich cool. Finde ich cool. Ich glaube, im Zweifelsfall muss halt einfach noch das komplette Projekt mal gucken. Was mache ich falsch? Julian, das ist doch bestimmt gespielt. Nee, keine Ahnung. Vielleicht brauchst du doch den Jungen dafür. Ich weiß ja nicht. Okay, man braucht den Jungen dafür. Alles klar. Aber der alte Mann schafft jetzt auch keine Ahnung. Alles klar. Oh, bevor da irgendwas da trampelt. Als Sammelobjekt ist aber keine Ahnung, irgendwie so ein Sekundär, also Edelsteine sammeln. Und dann gewisse Zahl, dann gibt es da keine Ahnung, einen Goldpokal, keine Ahnung. Und halt das Hauptsammelobjekt, also das Hauptnebensammelobjekt sind da die, ja, Schmetterlinge, also quasi Dracheneier. Wie Leute Spyro the Dragon gespielt haben. Die versteuerten Drachen, meine ich. Aber du kannst da bitte die Käfer in Ruhe lassen, alter Mann. Warum ich es mit dem alten Mann noch nicht geschafft habe, keine Ahnung. Er kann es ja scheinbar auch. Also die Kamera ist unangenehm, halt auch mal zum zweiten Spieler. Regeln ist halt bei, wenn man zu zweit spielt, klar. Aber. Ja. Hallo. Okay, aber sonst ist hier nichts. Also hat so ein, ja, Lizenz. Oh, bin tot. Hey, sehen Sie nur, eine Wippe, das könnte lustig werden. Das hier ist kein Spielplatz, Kleiner. Was? Ich soll von hier aus auf die andere Seite springen? Ja, damit kann ich fliegen.
Vielleicht kommen wir so unserem Ziel näher. Okay, Russell. Aber wenn wir es schaffen, musst du mich auch darauf kriegen. Wir müssen mein Haus zurückholen. Schießen Sie mich ab. Ich bin bereit zu fliegen. Du bist dran, Russell. So. Ja? Aber man kann den alten Mann hochholen. Sind das Checkpoints? Da kann man was in diese komischen Karten sind, die auf dem Boden sind. Komm, gib mir. Komm, bevor der alte Mann hier irgendwas kaputt macht. Ich glaube, Bronzepokal sieht nach Bronze aus. Naja. Ich hab Hunger. Schnauze. So wie ich vorhin. Na komm, dann halt nicht. Der Rückweg. Ein Rückweg, wenn ich falle. Nein, nicht ganz. Ich bin fast tot übrigens. Ich hätte doch die Käfer essen sollen. Ich meine, die Früchte essen, Käfer essen tun wir ja nicht. Hallo, das ist die Käfer. Ja, okay, deswegen hat er auch gesagt, er hat Hunger. Ja, okay. Alles gut, jetzt bin ich ertrunken. Das fette Kind nicht essen kann, dachte ich mir. Aber das ist jetzt nur ein Weg. Okay. Oh, nee, ist doch mehr Weg. Okay, ich muss einfach nur kurz. Ich durfte da nicht rumstehen, ist okay. Oh. Das ist doch irgendwas. Nö. Hallo. Ich meine die Käfer in Ruhe, du alter Mann. Manz? Na, das kann doch nicht der Charles Manz sein, der berühmte Forscher. Vielleicht hat er es vor Jahren für eine seiner Expeditionen hier liegen lassen. Sind schon Slimys beste Freunde, muss ich an der Stelle sagen. Okay, da braucht den Opa. Ich komm hoch. Ein Wildniserforscher ist stets bereit. Dann halt so. Okay. Ich bin jetzt satt. Aber ich glaube schon, eigentlich ist der Junge genauso brutal. Der macht sein Haus kaputt, nur um die Tiere sammeln zu können, anscheinend irgendwelche grausamen Experimente damit anzustellen. Komm. Eigentlich müssen die Counter schon gemeinsam zählen. Also man muss halt irgendwie alle sammeln oder so, keine Ahnung. Aber halt, ist okay, wenn. Man kann es ja trotzdem gegenseitig battlen oder so, keine Ahnung. Naja, okay, los. Gehen wir mal weiter. Hopp. Hopp. Und hopp. Oh, das sieht. Oh, Käfer. Gib mir die Käfer, verdammt nochmal. Komm, das sieht doch ein Geheimnis aus. Das sieht nach einem Geheimnis aus. Kannst du aber die Käfer in Ruhe lassen? Ich will die sammeln, okay? Eugen braucht die. Okay. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie es mit den Käfern zählt, aber gut, was ist das hier? Was? Das ist eine Falle, ist okay. Ja, aber, hä? Verstehe ich nicht. Ich konnte mich doch irgendwie befreien, hat er doch gesagt. Wen kann man nicht sterben, aber es ist dann Lebensenergie, wenn sie leer ist, ist auch egal. Naja, okay. Schnauze. Also einfach so ein bisschen die Lebensenergiekraft schwindet dann halt. Ist dann wieder okay.
Ah, es hat irgendwie seltsam. Nur keine Energie mehr, aber hey, ist egal, mach weiter. Oh, Schmetterling, den nehme ich natürlich mit. Alter, ist die CPU einfach gestorben. Meine Güte. Wenn ich wüsste, wer Karl und Russell sind, aber okay, Karl ist der Junge und Russell ist der alte Mann. Russell ist auch ein alter Mann-Name, nur weil Karl auch, aber egal. Und Viereck wechselt man. Ah, das sind die Karten. Der Typ, der sammelt die Karten. Ich habe keine mitgenommen, weil es dumm war. Ah, okay, okay. Okay, okay. Ich habe einfach seine Sammelobjekte nicht mitgenommen. Okay, alles klar. Okay, hätte ich mir denken können. Die Schmetterlinge sind die Sammelobjekte von Karl. Russell, der hat diese Karten, von denen ich jetzt keine mitgenommen habe, weil es dumm war. Und gemeinsam müssen sie Käfer sammeln, vermute ich jetzt einfach mal. Ertrunken. Oh, gib her. Ich hab es. Ja, wir haben ja viel übersehen, Kumpel. Ja, vielleicht brauchen wir 100 oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hoch mit die Oper. Alles klar. Komm, hoch mit dir. Und Viereck wechseln und dann hier raufspringen. Genau, kann ich jetzt halt Charakter wechseln, ist okay. Oder keine Ahnung, ich glaube, okay, Bronzepokal, wenn man halt genug Käfer hat oder so, keine Ahnung. Und dann halt Silber und Gold für die beiden anderen Sammelobjekte, wobei, nee, keine Ahnung. Ach, wir werden es sehen, wir werden am Ende des Levels bestimmt in der Statistik sehen oder so. Kann ich mich den Jungen darüber schleudern oder so? Weiß ich nicht. Du brauchst einen Pickel, um dich hier festzuhalten, okay. Also es gibt Backtracking, alles klar. Auch schon mal cool, dass man so den einen Stunde kennt. Also kann man, wenn ihr jetzt eine Stunde innen seht und denkt, auf dieses Spiel habe ich Bock, ja, dann holt euch das. Ja, wir haben halt deine ganzen Karten nicht mitgenommen, ist okay. Ich bin gerade bei Minute 23 und es ist heute 23. November. Verrückt. Ellie, ich habe unser Haus verloren. Vielleicht doch nicht, Sir. Okay, wir haben Punkte. Okay. Okay, also wir haben anscheinend... Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Also wir haben natürlich nicht alle wieder abgeschlossen. Okay, Westside gibt es noch einen Pokal wahrscheinlich und dann alle Sammelobjekte. Also man gibt auf jeden Fall viel zu tun im Spiel. Seil gibt Russell die Möglichkeit, Karl ein senkrechtes Hindernis hochzuziehen, okay. Spiel fortsetzen. Was kommt als nächstes? Ich brauche einen Schluck Wasser. Kapitel 2, rudernde Kumpel. Trotzdem stinkt darauf, steigt darauf. Er hat ein bisschen Vertrauen in den Jungen tatsächlich schon entwickelt. Ich wollte es auch ausbringen. Okay, das ist anscheinend. Bedingung analog zu drücken und links und rechts. X, um vorwärts zu gehen, du bist langsamer, wenn du den analog den nach unten drückst. Okay.
Ah, ich muss. Okay, pressen. Bessere Steuerung als Uncharted 1. Weil Uncharted 1 diese bescheuerte und nervige Jetski-Passage, wo man den Wasserfall hochfahren muss, ich mag diese Stelle überhaupt nicht. Was ist das denn für eine Steuerung? Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Na doch, 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 das ergibt Sinn. Es war einfach, ja, ja. Vergiss, was ich gesagt habe, alles gut. Die Krokodile sollten wir anscheinend vermutlich nicht treffen, das ist okay. Solange es da keine explosiven Fässer kommen und Leute, die auf mich schießen mit Raketenwerfern. Alles gut. Ich denke mal, ich werde heute vielleicht noch mal ein bisschen, Swipe and Ignition aufnehmen. Muss ich mal gucken, wie ich die Zeit finde. Weil ich würde halt schon gerne, dass morgen wieder eine Folge kommt, ab morgen. Das möchte ich halt schon. Ist halt nur die Frage. Boah. Ja, wir haben das hinbekommen, aber ich werde mich danach erstmal mich darum kümmern, dass das Video hochgeladen wird. Und danach, wenn wir ein bisschen Pause haben, kann ich das noch ein bisschen aufnehmen. Je nachdem. Also ich würde eigentlich schon machen wollen, einfach nur damit halt auf mich was kommt und ich nicht. Heute ist ein Zeitpunkt der Aufnahme. Mich damit noch stressen muss, so irgendwas aufzunehmen, zumal dann Leon eventuell heute noch streamt und so weiter, dann würde ich das gar nicht mal hinbekommen. Muss ich mal gucken. Das Wichtigste ist, dass ich mir keinen Stress mache. Aber ich kann mich auch drehen. Irgendwie. Ich dachte erst beim ersten Mal, es hätte mich komisch gedreht, aber nee, das ist schon komisch, weil ich war es nicht, sondern das Spiel war es, glaube ich schon. Aber mal gucken, ich krieg das schon hin, das ist jetzt nicht sehr hoch, ist jetzt keine hohe Mathematik, die ich anwenden muss. Das war knapp. Haie. Los, komm. Die Krokodile haben auf jeden Fall Bock. Okay, es gibt im Jump'n'Run halt auch noch andere Einzelne, also quasi so ein schöner Plattformer. Was ist das, nennt man das Plattformer eigentlich? Ja, also keine Ahnung, ist halt irgendwie schön. Mir ist es mir teilweise zu langweilig. Also prinzipiell schön. Was ist halt, keine Ahnung, ich erwarte es vielfalt. Mal gucken. Kein Bock mehr. Mann, warum drehst du dich denn falsch rum? Was ist denn los mit dir? Komm dann hier lang. Ne, war ganz entspannt. Das Haus haut mich vor mir ab. Ich muss einfach das Level schaffen. Wie weit ich vom Haus jetzt optisch bin, das ist eigentlich spielt keine Rolle. Wobei ich gerade in Nerv war an der Stelle, aber gut, das ist ein anderes Thema. Meine Fresse! Ob Leon dieses Spiel überhaupt in seiner Sammlung haben möchte? Ich weiß es nicht. Imagine, dass du zweit spielen. Meine Güte. Also das ist komplett meine Schuld, ja? Wäre jetzt auf jeden Fall ungeduldig, ich weiß. Aber nichts, aber. Pistols hat doch kein Start mit englischen Spielen. Nein, ich muss ganz spontan. Ich kann entscheiden spontan. Mal komm hoch mit dir. Ich würde nochmal E-Mail checken auf jeden Fall, ob da jetzt nochmal irgendwie was Neues drin steht. Das mache ich dann hier nach. So, ich müsste einfach. Hier ist aber einen bestimmten Checkpoint. Ganz, ganz viele Krokodile. Da ist jetzt Regen in Kingdom Hearts 0.2. Ja gut, die waren Checkpoint, als andere hätte ich es auch als Betrug empfunden. Und hoffen, dass es letztendlich an HP mehr heute in Animal Crossing wäre ganz cool noch. Und aber halt, dass auch endlich das verfickte Rezept noch bekomme. Weil in 2 Tagen kann ich das nicht mehr bekommen. Zumindest nicht so leicht. Du weißt, ich bekomme es ja gerade auch nicht leicht. Nämlich gar nicht bekomme ich das gerade.
Ich hätte bremsen können, ja, aber ich glaube, es hätte nichts gebracht. Na, ich hatte eigentlich eher überlegt, da eine Leiter lang zu kommen. Hey, oh, ein Checkpoint direkt hier. Nein, nein, geil, nice. Oh, ganz entspannt. Wir haben keinen Zeitdruck, würde ich behaupten. Ich wollte eigentlich anhalten. Ich muss nach unten drücken. Er hat gesagt, ich muss nach unten drücken. Also die Anleitung. Die Show hat gesagt, ich muss nach unten drücken, um langsamer zu werden. Dann also mache ich es jetzt doch einfach mal. Meine Güte. Weil diese unrealistische Sequenz, keine Ahnung, kann ich einfach gefressen werden und Game Over oder so? Nö. Also ich bin dankbar auch darum, dass es nicht Game Over heißt, aber... Ah. Meine Güte, dreh dich doch mal richtig. Dankeschön. Also dann wäre ich froh drum, wenn ich dieses Spiel nie wieder sehen muss. Nee, ist. Nee. Da nehme ich doch lieber Uncharted 1. Die letzte Jetski-Passage, also da wo man halt dann zum Kloster muss. Komm bitte einfach durch. Danke Haus fürs Warten auf jeden Fall. Was ist das denn? Okay, ein Affe. Tot. Bitte vorm Affe. Ich hab keinen Bock, den Abschnitt davor nochmal zu machen. Ja, sieht gut aus. Okay, da kommt der Affe direkt. Meine Güte. Ah, da sind da die. Auf jeden Fall sind da die Schützen, von denen ich erzählt habe. Also, fast noch jeder startet eins. Nur wirklich, doch ein schlechter auf jeden Fall. Nur ein deutlich ein schlechter. Was war das denn gerade für ein komischer Checkpoint? Wo hatte ich denn da jetzt auf einmal einen Checkpoint, obwohl ich den da vorher nicht hatte, naja. Kann ich mal eine Lebensanzeige haben oder so? Was ist denn? Rip-Oma-Fräse, auf jeden Fall. Omi-Fräse. Hallo? Sag ich, der war energisch, der war energisch. Ja, der steuert richtig auf einen zu. Wie soll es denn da an dem vorbeikommen? Frag für Leon. Oder muss ich einfach quasi dran vorbeischleichen? Der sieht nur in eine Richtung und ich kann hier vorbeifahren, ich weiß es nicht. Okay, jetzt der Boss kann. Okay, ich verstehe, was ich tun muss, Ich muss ihn halt dann einmal anlocken und dann eine Runde drehen, okay. Ich hoffe, ich krieg das hin, mich auch so drehen. Ne, irgendwie nicht. Sobald er mich ergreift, habe ich keine Zeit mehr, mich umzudrehen. Es kann mich in der Zeit nicht mehr umdrehen. Vielleicht sollte es einfach eine Runde fahren. Vielleicht sollte es einfach an ihm vorbeidüsen. Das ist, glaube ich, besser. Mal gucken, ob das klappt. Meine Güte, warum ist über uns rübergesprungen? Aber das Spiel ist Abfall. Das ist gute Ideen, aber es ist Abfall, okay? Was? Dreh doch! Hallo! Was machst du denn? Ne, Steuerung, die ist komplett broken. Und der Junge sieht gerade aus wie mutierter SpongeBob, aber das ist ein anderes Thema.
Ich erkenne den Jungen gerade nicht in deiner. In dem Charakter. Ah, naja, okay, der Kind ist ein Rucksack, der trägt einen Rucksack auf dem Kopf, auf dem Rücken, okay. Okay, jetzt erkenne ich ihn Jungen wieder. Sah gerade sehr gruselig aus. Können wir jetzt mal zu zweit spielen? Let's Battle oben. Hier ist schön. Sind wir noch Krokodile, aber hier ist schön. Ich frage mich wirklich, wie man diesen Baum schon als Stoß benutzen kann. Man muss den ganzen Tag runterfallen. Und die fallen die ganze Zeit runter. Aber das ist ein anderes Thema. Da fehlen noch Benzinfässer im Wasser übrigens, aber das ist ja die Krokodile quasi. Kannst du denn bescheuertes Buch sonst wohin stecken? Und wir haben nichts geschafft. Hier gab es ja auch nichts. Okay, aber das sind, okay, das sind dann die ganzen Lampen. Das sieht, glaube ich, das gesamte Spiel. Okay. Nein, danke. Ich will das nicht nochmal spielen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass es das, die Stunde um ist. Aber willkommen im Dschungel, liebe Leute. Welcome to the Jungle. Zum Glück ist mein Haus in dem Baum hängen geblieben. Jetzt müssen wir da nur irgendwie ran. Ein Wildniserforscher ist stets bereit. Ich hab schon die Medaille. Keine Ahnung, ich verstehe das Spiel nicht. Okay. Ja, und diese besonderen Schmetterlinge und halt die Bücher als Sammelobjekte, okay. Und dann, keine Ahnung, kann man halt schnell durchkommen, gibt es auch nochmal eine Belohnung. Wow, das ist brutal. Wollen wir wechseln, bitte? Gib mir die Karte. Und ich dachte, ich hätte es verloren. Hast du ja auch. Alles klar. Ah, das ist Körgerät, okay. So, gib mir die Karte. Nimm die Karte da, dankeschön. Ist schön. Oder gibt es die Medaille dafür, dass wir mehr Punkte haben als der andere Spieler? Ich würde einfach mal behaupten, dass es dafür die Medaille gibt. Den Pokal, der halt einer der Sammelobjekte ist. Das ist aber jetzt kein Bronzepokal, einfach nur irgendein Pokal. Der hat jetzt keinen Wert auf Farbe. Oh, gib mir das Essen. Ich hoffe, das ist auch essbar. Dankeschön. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Spiel, das wird irgendwann mal zu. Irgendwann geht man auf den Kanal von Zugzeug und wird dieses Spiel sehen. Ich sag's euch irgendwann. Okay, ist einfach nur Essen, ja. Langweilig. So, komm hoch mit dir. Auf jeden Fall schon mal gelenkig, der Mann. Gefällt mir. Okay, gehen wir doch mal hier lang, das ist doch bestimmt ein Geheimnis. Nicht, was ist das? Ich hab keine. Okay, ist gut, ich hau ab, ja, ich hau ab. Ich hau doch schon ab. Hilfe!
Okay, das ist ein Schmetterling, aber ich hab keine Laterne. Ist okay, ich hab keine Laterne. Ist okay, lass mich doch einfach raus. Oh, Schiss. Stirb, alter Mann. Ja, aber ich muss doch irgendwie. Will ich irgendwo essen? Okay, da unten ist Essen, okay. Gib her. Gib mir Essen, danke schön. Es war gerade sehr gruselig auf jeden Fall. Aber ich hab's überlebt, glaube ich. Vielleicht habe ich jetzt irgendeinen Tripper, aber ich hab's überlebt. Aber ich hab's überlebt. Ich freu mich auf Crash Team Sanity hier am Freitag. Ich sollte es eigentlich schaffen in einem Stream. Mal gucken. Kein Stress, wie gesagt. Stress ist das Letzte, was ich aktuell brauche. Mr. Fredrickson! Keine Sorge, ich werfe ein Seil runter, damit sie hochklettern kann. Aber Vorsicht, da unten sind Dornen. Natürlich bin ich vorsichtig. Kümmere du dich um dich. Ich möchte nicht deinetwegen auf einem Nadelkissen landen. Wirf mir das Seil zu! Ja, nett. Nett. Ich denke mal, es ist. Ja. Ich denke mal, es ist zweiter, aber nimmt auf jeden Fall mehr Spaß. As usual, würde ich behaupten. Gut gemacht. Okay, Frosch können wir auch nicht einfangen, vermutlich jetzt einfach mal. Lass aber weitergehen. Ich habe keinen Bock, mich jetzt um irgendwelchen Krimskram zu kümmern. Das war, glaube ich, knapp. So, kaputt machen und Käfer gewaltsam einsammeln. Ach, oh, Idiot. Lass den. Schutz. Oh, da ist der Käfer, oder? Die Schmetterlinge kannst du ja mitnehmen, so. Gib her. Mehr, alter Mann, kriegst du deine Karte auch noch? Ist das so ein bisschen, keine Ahnung, Donkey Kong Country 64. Ich finde Donkey Kong Country 64 ist ein schlechter Jumpman. Ich hab sie selbst gespielt, aber was ich halt gesehen habe, finde ich halt einfach, keine Ahnung, fünfmal das gleiche Level spielen, nur weil halt ein gewisser Charakter irgendwo noch Sammelobjekte hat, finde ich nicht cool. Habt ihr gehört, Binox und Toys for Bob? Finde ich nicht cool. Okay. Nettes Minispiel. Nettes Minispiel. Tot. Ja, witzig. Gefällt mir. Sie sind dran, Mr. Fredrickson. Ist das jetzt irgendwie anders? So ein bisschen, oder ist das genau das gleiche? Ja, warum soll es jetzt anders sein? Aber ich kann ja fragen, ist das Level Ende da? Was ist denn das? Aua. Hä? Den habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen. Der ist neu, der ist neu. Ah, nee, warum nicht? Gut gemacht, Russell. Na, ich glaube, seine Sache ist, dass ich auf jeden Fall mehr Käfer gesammelt habe, als er getötet hat. Oder halt andersrum, als ich halt mehr Käfer bearbeitet habe, als der CPU. So. Oh, Käfer, also Schmetterlinge, hier Käfer mitnehmen, dankeschön. Ich glaube, das habe ich auf dem Thumbnail, auf dem Cover gesehen, auf der Broschüre. Okay, da brauchen wir ja die Pickaxe, die wir halt nicht haben, ist okay. Dann nehme ich doch einfach, springe ich mit dem Typen hier auf. Dankeschön. Oder
Da ist eine Karte. Naja, egal. Ist egal. Guck einfach mal, was hier noch passiert. Ich denke, wir werden jetzt auch noch diesen Level zu Ende spielen und haben uns hoffentlich genug Zeit vergangen. Oh, hier ist direkt das Haus. Na, mal gucken, was die Zeit sagt. Tot. Oh. Also ja, stimmt, der hat ja seinen Schrei, um die Gegner zu abzulenken. Ja, stimmt, da war was, ich erinnere mich. So, die Karte können wir jetzt mitnehmen. Oh, gib mir Essen. 14 Minuten. Tot. Ja, mach halt. Schließlich. Möchte ich nicht unser Haus verlieren, bevor wir die Paradiesfälle erreicht haben, Ellie. Wer ist Ellie? Sie war meine Frau. Eine richtige Abenteurerin. Aber egal, hilf mir, das Haus runterzukriegen. Na los, schnapp dir den Schlauch. Vielleicht kommt jetzt nochmal so ein Minispiel-Level, also so ein Spiel-Level. Mal gucken. Ich kann mal kurz gucken. Oh, jetzt haben die Laterne. Okay, cool. Warum die auch vorher nicht warten? Haben die im Haus gefunden? Vielleicht. Aber wir gucken mal, ob jetzt vielleicht irgendwie nochmal so ein Special-Level kommt. Dschungelfällen. Ja, wir haben halt einfach noch viel Zeit, von daher. Russell, meinst du, du schaffst es bis ganz nach oben? Wir müssen zurück ins Haus. Ich bin gleich da. Das wird ganz einfach. Gut, Russell. Weiter so. Großartig. Einfach toll. Okay. Versuch's noch einmal. Oh, Hunde. Ich liebe Hunde. Russell, komm zurück. Russell. Ich fass es nicht. Ich fühle ihn, Mann. Da, schauen Sie, diese Hunde greifen den armen Vogel an. Wir müssen ihm helfen. Gerade waren die Hunde noch lieb, jetzt sind die Hunde böse, okay. Ah, okay. Das sind Rayman Revolutions hier. Oder Rayman 2 generell. Ja? Nö. Also wechsel mal zum Mann, weil der kann ja ein bisschen halt den Pest greifen. Oder komm ich hier hoch? Okay. Na komm her. Kärtchen nehmen wir mal mit. Oh, komm, heb bitte auf. Erinnerst du dich noch? Vorsicht, Russell! Fiese Kerle! Der Affe tot? Den Affen zählen. Okay, jetzt einfach schnell. Ah, genau, einfach durch. So, schön am Humpeln, so muss das. Ja, mit Teufel den halt nochmal. Weg mit dir. Dummes Vieh. Komm, ich schaff das, ich schaff das. Oh, schiss, alter Mann. Gut so. Komm, gib mir. Ich brauche ein bisschen Essen auf jeden Fall. Oh.
Wird immer schwieriger hier. Ich denke einfach daran, dass ich keine Energie habe. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Warum die nehme ich? So, komm hoch, alter Mann. Also ich habe keine Energie. Ah, hier, Energie. Gib her. Bitte nicht sterben, alter Mann, ja? Los, komm, jetzt haben wir Energie, jetzt kommen wir hier rauf. Ich brauche meinen Golfschläger natürlich. Oh, ich will die Jungen spielen. Ah, wieder cool. Das war nett. Das finde ich ganz witzig. Wo man der Junge daran ziehen kann, aber ist ein anderes Thema. Und ist das zweite Mal immer ein Gegner hier oder wie ist das? Na los, Russell, rauf auf den Stamm. Na komm, ja genau, jetzt klinge Gegner. Okay, das ist ein anderes Konzept. So, erstmal auf leicht, quasi auf leicht Ehrenbasis kennenlernen. Nicht gegen die Stacheln. Das würde, glaube ich, wehtun. Okay. Cool. Hallo, ich will gewinnen. Brauchen wir wieder Golfschläge? Einfach ins Wasser geschubst. Oh, doofer Affe. Noch mit Essen, dankeschön. Ah, Käfer, egal. So, ich töte mal halt einfach ein paar Käfer als Mann. Da kriege ich nämlich auch die Punkte für den Hauptcharakter halt. Oder also für den menschlichen Spieler halt entsprechend. Aber wenn ich das nicht so gut finde, muss ich zugeben. Da fange ich doch lieber die Schmetterlinge und verkaufe die bei Tom Nook. So. Was ist das auf dem Käfig? Gefällt mir nicht. Okay, gut. Was? Warum wurde ich denn zurückgesetzt, weil der gestorben ist? Meine Güte. Sitzt ja der Hund am Schalter? Was ist das denn? Kann ich da rein? Oh, armer Hund. Wo parken? Ja, okay. Kann man diese am Zweifspieler auch einsperren? Oh, komm. So, ich hab den Jungen jetzt eingesperrt. Ich komm da raus. So. Ah, ich muss ihm hochhelfen, okay. Ja, ich komm noch, hier. Brauche ich noch was zu essen? Ich weiß nicht. Ich habe mir auf jeden Fall was gegönnt. Da ist ein Insekt. Nehme ich auch sehr gerne mit direkt. Oder auch nicht. Keine Ahnung, dann halt nicht. Richtiger Professor Xavier hier. Wir haben die Hunde verscheucht. Schon gut, du bist jetzt in Sicherheit.
Floßrennen? Nein, danke. Möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. So. Wir haben halt immer noch Zeit. Meine Güte. Kommt das Schwert irgendwie? Kapitel 5. Schnepfe in der Falle. Komm her. Hab keine Angst. Nein, lauf nicht weg. Vergiss den Vogel, Russell. Komm schon. Nein, wir müssen ihn finden und uns vergewissern, dass ihm nichts passiert ist. Ich weiß. Ich gebe ihm etwas Schokolade. Die wird er lieben. Nein, keine Schokolade. Tschüss. Sowas mit so einem Was ist? Ich hab Sheets. Bin ich schon frei. Okay, man kann im Hauptmenü Sheets freischalten. Interessant. Gucken wir uns das an. Sheets sind immer ganz witzige Sachen. So, meistens. Gucken wir uns das doch einfach mal an. So, Boni. Was gibt's denn so für Boni? Sheets. Gewinne an Insektentrophäen. Man kann sich für Punkte-Sheets freischalten. Und ich kann sie kurz auch einfach eingeben und kriege sie auch direkt vermutlich. Oder ach, keine Ahnung. Nee, was? Warte, was? Er muss ein paar, vier Sheetcodes auch eingeben. Okay, sind bestimmte, okay. Also die, die man frei kaufen kann, die kannst du wahrscheinlich dann nicht einfach eingeben. Okay, sinnvoll. Spiel sind so, ja, Filmclips ist okay. Designvorlagen. Ich muss es halt auch kaufen, okay. Okay, das sieht weniger gruselig aus. Ah, okay, das sind die beiden Jungen. Okay, Ellie und Abby. Oh. Hochauflösende Bilder, da bin ich sehr gespannt. Komm, wir kaufen uns das hier. Hochauflösende Bilder. Das ist schön. Das ist ein schönes Bild. Sammlungen. Kann man hier auch irgendwas freikaufen? Ich weiß ja nicht. Das sind, weiß ich nicht, Erinnerungsstücke oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Komm, wir kaufen uns mal ein paar Sheets. Was kann man denn so schönes kaufen? Hier wird 300 Punkte kaufen. Oh, das teuerste. Je teurer, desto besser ja meistens. Komm, wir kaufen uns das hier für 600 Punkte. Russell kann rote Ameisen abwehren. Okay. Was sind rote Ameisen? Ich weiß es nicht. Dafür habe ich das Geld ausgegeben, meine Güte. Ja. Gucken, was man angucken kann. Ja, wie gesagt, Minispieler sind da die Sachen, die wir, glaube ich, freischalten. Kopf an Kopf. Das war ein Kopf an Kopf. Ah ne, das sind die Kategorien. Losrennen, genau. Bitte nicht. Und Meisterschaft. Losrennen. Wäre doch noch ein anderes Minispiel. Und die haben wir erstmal, oder haben wir erst Kopf an Kopf und dann Losrennen und dann, Meisterschaft freigeschaltet. Das kann sein, aber nee. Nee, einfach nee. Genieße einen Kopf an Kopf. Okay, ich stelle mir nur die. Erklärung, Kapitel. Wie viele Kapitel hat das Spiel? Sieht man das hier? Nö. Aber es ist eine schöne Karte, oder? Komm mal ein bisschen. Ja, komm mal so ein bisschen. Ja. Keine Ahnung. Hat ein bisschen was von Madagaskar. Wann kommt Madagaskar eigentlich bei Fräsenjunge auf dem Kanal? Man weiß es nicht. Es hat immer so viele Forderungen. Gut, ja. Das war's mit dem 1 Stunde in für heute. Morgen gibt's dann hoffentlich Start mit Ignition. Weil das ist auch noch so ein Spiel, was ich durchspielen muss. Und ansonsten, ja, Streams weiterhin. Der Zusammenschnitt zu werden mehr und ansonsten wird es halt immer weitergehen. Gibt es aktuell so keine besondere Ankündigung. Außer vielleicht, ich würde GTA 3 streamen wollen. Dann, sobald ich das habe. Halt physisch wahrscheinlich. Mal gucken. Vielleicht entscheide ich mich dann auch irgendwann um. Jedenfalls. Ja, wird dann GTA 3 auch gestreamt. Ich werde nicht alles streamen. Leute, so Sammelobjekte werde ich wahrscheinlich einfach privat machen. Aber ich muss es mal gucken. Muss es einfach mal gucken. Also ja. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.